Ja, herzlichen Glückwunsch. Der Invoker, der das letzte Spiel, tatsächlich, manchmal kann man es wirklich so sagen, der ein Spiel eigenhändig versaut hat, ist jetzt schon wieder in meinem Team und spielt den Tinker. Na, herzlichen Dank. Vielleicht haben wir Glück und der... schade, das wäre so schön gewesen. Look how they flee before us. This one's in the bag. Dafür kann er mal nichts, ausnahmsweise. Haben sie einfach schön gemacht. Mit einem Smoke. Aber den will ich nicht sehen. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Spiel mal Luna. So. Mach mal ein paar Mal das Beste draus. So weit es irgendwie geht. Ich spiele ab und zu ganz gerne mal die Disco Luna. Das ist kein Disco Luna-Spiel. Mit den Helden, die sie da haben. So, wenn der Skyrim vielleicht aktiv ist. Also, er sieht ganz gut unter Kontrolle. Gucken, dass es nicht übertreiben wird. Der Skyrim möchte jetzt ein bisschen Mana regenerieren. Absolutely not. Ein bisschen aufpassen muss der gute Skyref schon. Na? Könnte mir auch die Wards mit einem Tango essen. Das wäre mich auch nicht so schlecht. Ich nehme noch ein bisschen zu mal gucken, was ich hier überhaupt mache. Ich mag es am Anfang schon nicht. Hilft aber nichts. 0-1, das geht ja mal noch. So, er hat da einen Ward. Eine Clarity laufen. I think you used the Clarity. Maybe you can dispel it. Die Venge versucht immerhin, das, die Mitte zu gewinnen. Für den... Ne, doch nicht. Das ist immer mit diesen neuen Partikeleffekten. Ich finde, das ist zu viel. Ich habe schon ein paar Mal gesagt. Wenn die jetzt so viele Partikeleffekte haben, dann weiß man ja nicht mehr, haben die irgendwie gerade eine Rune aktiv oder eine Clarity oder sonst irgendein Quatsch. Das checkst du irgendwann nicht mehr. Weil es halt alles so bunt und blinkt und sonst was. Da kommst du nicht mehr hinterher.
Okay, es läuft so ganz gut. Okay, ein bisschen Mana-Regeneration, auch für den Skywrath, auch nicht verkehrt. Ich überlege, ob ich jetzt als nächstes den Dominator baue, damit ich auch eigentlich immer relativ viel HP habe. Und nicht so anfällig dafür bin, genug zu werden. Das ist immer ganz nett. So, den Nyx. Schade. Ein bisschen aufpassen hier unten. Denied. Careful, Lion is nearby. They will fear me. So, schon mal ein bisschen einen mitgeben. Kann ich leider auch nicht allzu viel helfen. Da so reinläuft. Tinker, you let me die. Ja? Das wundert mich nicht bei dem Tinker. Oh, wir liegen 5-1 hinten. Können wir überhaupt nicht vorstellen. Mal gucken, ob Vench da dem Tinker das retten kann. Vielleicht mache ich auch erst Threads. Jetzt habe ich ja gerade ganz... Okay, HP, braucht die Regeneration nicht so dringend. Okay. Sonst brauche ich dann doch die HP, hat auch noch zwei Tangos. Zwei Mangos und die Arcane Boots. So, komm mal her mit dem Quatsch. Okay, wenig kommt die Wench nach unten. I would appreciate it if you didn't take the last hit, Svench. They will find my blade sharp and cruel. Sehr schön. Sehr schön. Zwar die Bench verloren, aber haben auf jeden Fall zwei gekillt. Relativ wichtig.
Weiter geht's. Es wäre so ein Uphill Struggle, wie man sagt immer. Naja. Kam die eigene Creepwave noch zur Hilfe. War schon an dem Nyx vorbei. Immerhin mein Dominator jetzt fertig. Der Tinker hat immerhin nach 10 Minuten 1500 Gold. Hat Laser und Heat-Seeking Missile übrig und nichts passiert. Na dann. Ist ja alles klar. Eine Spectre mit Killing Spree. Auch interessant. Tinker, don't be so bad. Schade. Drop tower under siege. Ein bisschen zu früh. So. Als nächstes mache ich mal die Threads fertig. Ich denke immer, der hat eine Clarity laufen. Das ist so albern. Ah, ich hasse diese neuen Effekte. Ich habe es, glaube ich, noch nicht gesagt. Finde die furchtbar. Ich denke immer, der hat eine Clarity laufen. Das geht doch so nicht. Let me take it. Thank you. Kann ich ein bisschen farmen. Habe ich jetzt eine Clarity bekommen? Das geht doch nicht. Was soll ich denn mit der blöden Clarity? Ich kämpf doch. Ja, ich habe ihn diesmal extra hier unten stehen lassen, den Typen. Warum ist denn schon wieder tot? Ich hasse das auch mit denen. Ich weiß nicht, was sie da irgendwann mal geändert haben. Ich bin doch extra diesmal hier unten hingestellt. Also, dass ich dafür zu doof bin, ist auch ein bisschen peinlich irgendwie. Aber naja. Oh, sehr schön. Krieg wenigstens einen neuen Hellbear Smasher. Komm hier. Sie ein bisschen weiter hoch baiten müssen. Nicht ganz geschafft. Ja, ja. Jetzt haben sie auch Vision gehabt. Mich fast nicht wundern. So, nochmal stacken. Ich brauche jetzt ein bisschen mehr Moonglaives.
So, und du bleibst jetzt mal hier unten. Kein Bock auf den Scheiß. Weil die sich immer wieder killen wollen, ein bisschen suizidgefährdet sind. Stun, please. Thank you, let's go back. Sauber. Well done, guys. Das war mal richtig gut. Ben schnell noch genug reagiert. Silence vom Dings kam auch zum guten Zeitpunkt. Vom Skyrim Mage. Oh, die hat ihn noch kurz gerettet, aber insgesamt hat es gut geklappt. Sehr schön. Ja, soll er sich das holen? Ah, nein, er steht da hinten. Natürlich steht er hinten. Ah, vergiss es. Nein, ich wollte auch stacken. Soll nicht da hinten stehen. Naja, so schnell kann ich es eh noch nicht farmen. Ganz sicher. Ich glaube, ich gehe aufs Manta-Style als erstes. Nein, ich komme so komisch hochgeeiert. Careful, Top. Jetzt nochmal gestackt bekommen. Ich glaube, sie geblockt haben. Der Nyx war wahrscheinlich nicht zum Spaß da. Da kann man in die Base gehen und dann zurück. Na, probieren wir das in der Mitte. Unten die Spectre. Hier unten mal am Leben erhalten. Er könnte ja so verrückt sein und mir eine Bottle Charge geben, wenn er aus der Base kommt. Ich weiß, abgefahrene Idee. Hat manchmal so komische Ideen. Habe ich nicht zurück in die Base gegangen? Egal. Doch, ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Oder wenn er zurückgeht und noch eine volle Bottle hat, könnte er mir Bottle Charges geben. Auch so eine verrückte Idee. Ich habe immer verrückte Ideen, ich sag's euch. Das könnte hier durchaus geblockt sein. Aber dann ist es halt so. Sehr schön. Ja, jetzt sind wir gut auf hier.
Ja, jetzt bin ich zu spät. Selbst wenn es nicht geblockt wäre. Es ist auch gefährlich, dass der Nyx Assassin bei mir vorbeischaut. Die muss das jetzt machen, wenn die vielleicht ein bisschen beschäftigt sind. Ich am besten eh nicht so low werde, weil jetzt geht es gerade ganz gut. Ich habe ein bisschen zu viel ab. Mehr als ich gern möchte. Jetzt kann man mal live schauen, ob es hier geblockt ist oder ob ich es nicht mehr geschafft habe zu stacken. Ist geblockt. Wie ich mir gedacht habe. Okay, auf dem Weg zum Radiant. So, muss man den Tower mal retten. Ich bringe mir mal den Ultimate Opfern hier. Ah, ist mir zu gefährlich da. Oben sehe ich zwar den OD, aber den Rest des Teams sehe ich nicht. Da kommt schon die Spectre. Na, wenn sie gleich hinein können, ist es halt so. Kriegen wir trotzdem ein bisschen Geld, was nicht so schlecht ist. Das Camp ist still blocked. Der Nyx ist in der Mitte. Jetzt habe ich wenigstens gleich das Mentastyle fertig. Das macht Pushen und Split-Pushen wesentlich einfacher. Nyx Assassin was bot, rune. He used his ulti. Careful, Nyx is near. Wir müssen Gas geben. Sehr schön. Die Spectre bekommen. Nächstes, vielleicht schon das BKB, gerade wegen Radiance und dem ganzen anderen Scheiß von jedem Einzelnen. Es wird auf jeden Fall ein BKB. So, jetzt kann ich mal hier kurz das doppelt gestackte Ancient Camp machen. Und wir kämpfen uns wirklich wieder ins Spiel zurück. Und diesmal liegen wir auch nicht vom Farm so weit hinten. Das geht ganz gut. KB und ich bringe mir schon mal den Ogre Club. Mehr HP sind hier auf keinen Fall verkehrt.
kurz nach der Rune schauen. Dann mache ich mir die Ancients nochmal. Ich warte erstmal auf mein Ulti, bevor ich wieder an Kämpfen teilnehme. Ich habe ein bisschen gesagt, dass ich ein bisschen aufs Thread-Switching achten sollte, stimmt schon. Das kann man bei Luna schon ab und zu machen mit den Spells, meistens, aber es würde nicht viel Zeit kosten, aber ein bisschen. Und meistens konzentriere ich mich dann lieber auf das Timing der Spells, wenn ich genug... Nyx is coming. Autsch. Ah, okay, soll ich nicht versuchen. Der typische Fehler wieder, warum versuche ich zu helfen? Die sind in einer schlechten Position. Ne, waren sie gar nicht. Also das war ein typischer Fehler. So, warum versuche ich ihnen zu helfen? Die sind in einer scheiß Position, von hinten kommt der Nyx und dann helfe ich das noch. Ah. Ärgert mich. Hätte ich einfach nicht versuchen sollen, da zu helfen. Das war überhaupt nicht meine Aufgabe. Das unten. Und dann haben sie jetzt auch kein Ultimal. Schon wieder ein Deny leider. Aber Kill und den Tower überhaupt. Auch schon mal was wert. In der Swap. Egal. Soll ich als nächstes den Mid-Tower holen? Ich habe ein Ulti. Zwei von ihnen sind tot. Jetzt push mit. Nyx still dead. Let's keep pushing. Stick together. Ich weiß nicht, wo die da vorne sind. Schade. Why did you dive? Just stick together, then we can actually fight. It's actually not that hard to understand it. Maybe you should be less writing and more playing. Your middle tower is under attack. Stop. Ulti ready. I
I'm not ready. Autsch. Okay, unten ist jetzt der Partner in der Mitte. Der Nyx Assassin. So, jetzt habe ich wenigstens bald mein BKB fertig. Extrem wichtig. Bottom tower being attacked. Your bottom tower is under attack. So, das BKW mal abholen. Sauber, den Tower oben geholt. Was hole ich als nächstes, die Frage. Butterfly wäre ziemlich gut. Ich mache mal die Ancients kurz hier ab. Können auch sogar nochmal stacken eben. Ach ja, diese Dota-Spiele. Ein Fest. Jetzt haben wir uns langsam ein bisschen zurückgekämpft hier. Versuche jetzt mit den Mantis Illusion noch ein bisschen zu split-pushen und zu farmen. So viel wie möglich rauszuholen. Nein, ein Gank vom Nyx Assassin abgewehrt. Ich gehe mal nach unten. Go. Ouch. Na, kann der Tinker ihn noch absammeln? Sauber. Noch ein bisschen Geld ausgegeben. Kriegen wir den Gem? Na, wo ist er? Ups, wo bin ich? War eine gute Frage. Haben wir den Gem? Ja, leider nicht. Der Nyx Assassin. Blöder OD mit seinem BKB hat ein bisschen versaut. Haben wir zwar die Spectre rausgehalten, das war noch ein Vorteil. Und hatte auch nicht, dass es total schief ging. Die Spectre konnte halt nicht mit in den Kampf dadurch.
Schön, dass die zwei Kleinen da kaputt sind. Okay, wo kann man die Mantis Illusions in die Mitte schicken? Bringt aber auch nicht so viel an der Stelle. Let's fight. Ah, fuck. Haben nur den Lion gekillt am Anfang. Das Problem ist, dass ich da dann wieder... Die anderen sind gut ausgewichen. Ich habe ein paar Ulti-Lucent Beams noch auf den Nyx-Assassin rausbekommen, aber auf den Rest nicht. Was haben die denn für Items? Brauchen... Warum läuft das überhaupt schon wieder so schlecht, das Spiel? Das ist immer so eine... Ist der doof? Warum ist denn der oben? Der pusht ja nicht mal einen Tower. Tinker? Warum geht denn der nach oben? Laser und so wird da ganz schön helfen. Und vor allem March of the Machines. Nein. Der guckt das doch gar nicht schlecht. Schade. Ich glaube echt, wenn der Tinker nicht nach oben gegangen wäre, sondern hier March of the Machines gestackt, hätten wir es dann mit dem Ricky ganz gut verteidigen können. Puh, Kinders, Kinders, Kinders. Das gewinnen wir aber nicht. Die Spectre ist zugefarmt, wir haben in der Laning Phase. Haben wir irgendwie versucht, anscheinend mit der Vanish die ganze Zeit die Mitte zu retten oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir die Vanish gar nicht unter Druck gesetzt. Und unten dann war der Skyrift dann irgendwie auch recht schnell weg. Und dann haben wir das Typische gehabt. Verlassen die eine Lane, gewinnen die anderen Lanes aber nicht. Und dann endet das irgendwie so. Aber ich muss mit meinem Ulti vielleicht ein bisschen verzögern, dass ich dann nicht nur den Odima reinbekomme mit seinem EKB. Man zont zwar die anderen damit, beim anderen war es noch ganz okay, aber bei dem letzten Fight war es dann halt irgendwie... Ich will nur den Odi erwischt, bisschen den Nyx Assassin, den Lion mit, aber insgesamt reicht es dann doch nicht aus. Was hat er denn bis jetzt? Ein bisschen auf meinen. So, den Kurier noch mal hinschicken, dass ich einen Butterfly fähig bekomme.
Kill him fast, he's alone. Ja, komm schnell, ich brauche das Geld. Warum sind die genau rausgegangen? Aus der Base? Hä, sind die doof? Hä, so warum? Egal, muss man glaube ich nicht verstehen. Oben ist jetzt die Spectre. So, mal kurz ein bisschen Mana tanken. Holy shit. Ernsthaft? Ach komm. Wie knapp ist denn die Spectre weggekommen? Ein Angriff noch. Die Illusions loswerden. Mhm, die nächste Rex verloren. Ich weiß auch nicht, ich habe immer das Gefühl, da ist kein Impact. Autsch, gestunt. So, da haben wir den Tinker die ganze Zeit gebabysittet in der Mitte. Und was das Beste, was er zustande kriegt, ist ein 9-8. Kaufen wir uns nochmal zurück. Nicht, dass es wichtig wäre. Na,
Eine Lane haben wir noch. A new moon. Wie aggressiv die Luna mal klingt. A new moon. Okay. A new moon, passt schon. Alles nicht so schlimm. Es hat eine Tinker. Aghanim's Etherlands. Mit Tinker, ey. Die ganze Map farmen kann. Wenn er nicht ganz so scheiße gespielt war, also man ist auch so gut wie unmöglich, wie mit der, wie mit dem Invoke am letzten Spiel. Aber man hat nur kleine Fortschritte. Nichts, wo man sich so wirklich freuen kann. Tinkerino schon wieder kaputt. Your middle barracks are under it. So wie ich treffe diesen Tinker Invoker aus dem Spiel jetzt nochmal. Oh, ich habe einen Termin. Wenigstens versucht den Line noch zu bekommen. Die Range Line nicht besonders hoch vom Ulti. Man muss tun, was man kann. Eh nur ein paar Sekunden, bevor die Verstärkung kommt, die man gesehen hat. Wenigstens Ulti. No. Autsch! Den Kill hätte man ruhig mir noch gönnen können. Tja. Hoffentlich sehe ich ihn. Oh Mann! Ich habe echt keine Lust mehr. Also jetzt die letzten 5 Spiele oder so waren totaler Schwachsinn. Heute die 3, dann das mit dem Livestream, das ist einfach völlig, es ist völlig egal fast, was man macht. Es ist ein völliger Untergang von den Leuten. Dumm gepickt, wir hatten keinen richtigen Offlaner. Dann hatten wir den Ricky da irgendwie. Die Venge sitzt die ganze Zeit in der Mitte, versucht den Tinker einigermaßen am Leben zu erhalten. Der kriegt trotzdem nicht zusammengefarmt. Was ist das? Das ist... Ist das echt so ein einziges Versagen? Rechts und links, die machen nichts. Ich kann echt nur noch Anti-Mage spielen. Auf das Team scheißen. Das habe ich in dem letzten Spiel auch. Das habe ich hier das eine. Das war genau so ein Spiel. Das sind einfach die einzigen Spiele hier, wo es das Anti-Mage-Spiel, das ich vorhin gewonnen habe. Das Einzige, was geht. Ja, das ganze Team kriegt nonstop auf die Fresse. Alle feeden wie arschig, aber egal. Du holst es halt am Ende raus. So ist irgendwie gefühlt, wenn du nicht so einen Helden hast, womit das geht. So, jetzt nehmen wir hier Random Draft raus und jetzt gibt es eine Weile nur Anti-Mage, weil es so viel Spaß macht.